Und es wirkt wie verlassen. Weidenpalast. Wirkt irgendwie deprimierend. Wer ist da? Hier leben nur ganz normale Dorfbewohner. Was willst du? Ja, schon klar. Bist du sicher, dass ihr kein Haufen Piraten seid, die einen Maschinenteil von einem Mann namens Rusty geklaut haben? Okay, naja, das sind wir. Ich lasse dich rein, damit wir dich zu Brei schlagen können. Nicht, wenn ich euch zuerst zu Brei schlage. Er hat sich selbst geopfert. Oh nein, noch nicht. Oh. Hört euch diese Musik an, ne? Wunderschön. Hallihallöchen und ein Möhrchen und so weiter und so fort. Ich weiß gerade nicht, was ich da rede, aber Hallöchen alle zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ocean's Heart. Wenn ich mich recht erinnern kann, ich habe auch ein Gedächtnis für ein Sieb, wollten wir auf jeden Fall mindestens einen dieser Dudes der alten Heine downbringen. Und rein zufällig befindet sich dieser auch in der Nähe vom Ballasthafen. Das heißt, wir können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Bei der Seevogelträne Marmorfelsen steht da auch noch. Erkunde weiter, um sie alle zu finden. Da können wir vielleicht nochmal nachschauen. Und hier müsste ich auch nochmal extra nachschauen. Das habe ich leider verpennt an dieser Stelle. Sorry deswegen. Ich wollte es aber auf jeden Fall nochmal nachholen. Und werde mich da nochmal hier im Laufe der Folge schlau machen, was wir hier noch machen können. Du hast in der Sanduhr festgestellt, suche jemanden, der sie für dich fertig anfertigen kann. Wir haben da überhaupt gar keinen Anhaltspunkt für. Deswegen werden wir erstmal mit den beiden Nebenaufgaben, heißt Schwarzmarktwerkzeug und der alten Heine, den dritten Dude weitermachen und dann schauen wir mal, ob wir hierzu was finden und hierzu was finden. Mit der Main Story, es kommt ganz drauf an, wie weit wir mit den Nebenaufgaben dann sind, ob da noch genügend Zeit ist, dann machen wir dann auf jeden Fall damit weiter. Oder wenn es nicht genügend Zeit ist, dann machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mit der Main Story weiter, würde ich jetzt an dieser Stelle vorschlagen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir starten auf jeden Fall und schauen erstmal, ob wir die Lilly finden. Die müsste sich ja im Hafen befinden. Und da werden wir uns auch logischerweise hinbegeben. Geschwind wie der Wind. Bevor wir halt überhaupt mit dieser Main Story weitermachen können. So, die befindet sich entweder... Der befand sich hier. Dann müsste entweder Lilly hier oder ganz links... Ah, hier ist sie. Ja, alles klar. Dann wollen wir zum Ballasthafen. Erstmal. Finde ich schön, diese Animation, wie wir da dorthin fahren. Finde ich ziemlich cool. So, alles klar. Dann befinden wir uns erstmal hier. Aber ich will hier noch nicht die Sidequests machen. Ich will erstmal den einen Dude besiegen, den ich nicht besiegen konnte. Es sei mir an dieser Stelle gestattet. Ja genau, der müsste ganz in der Nähe gewesen sein. War der hier? Ja, der war hier. Ich glaube, ich sollte mich definitiv mal mit dem Boomerang ausstatten. Ja. Machen wir das andersrum, oder? Da? Ist das so okay? Wir probieren es mal aus. Wir probieren es aus. Los, aufpassen. Los, den auf Abstand halten. Upsala. Na. Okay, geschafft.
So, damit ein Lebenselixier. Schon mal sehr, sehr gut. Damit müssten wir... Ach, wir haben schon drei gefunden. Also ich dachte, wir mussten vier besiegen. Es ist auf jeden Fall etwas passiert, nachdem du diese drei gefunden hast. Gibt es noch einen Hain wie diese? Nachdem du ein Monster in einem alten Hain besiegt hast, begann der Runenstein. Okay. Das ist interessant. Es müsste noch einen Hain geben, weil ich weiß, es sind vier. Der müsste sich aber, wenn ich mich nicht täusche... Ach, Marmorfelsen, das ist ja auch da, wo wir hin wollten, ne? Glaube ich, irgendwo in der Nähe. Weil da befindet sich ja auch die nächste Seevogelträne. Ja, Marmorfelsen. Orte zum Erkunden. Erkunde weiter, um sie alle zu finden. Okay. Wäre theoretisch gesehen möglich, wäre da nicht diese Sidequest. Deswegen will ich die erstmal vorschieben und dann mache ich mit den anderen beiden weiter. Achso, er hat sie geworfen. Das heißt, wir machen hier illegale Geschäfte, wenn man es so nimmt. Ferris verbessert deine Rüstung, wenn du ihr das Werkzeug besorgst. Finde irgendwo Werkzeug. Ferris empfiehlt, im Ballasthafen danach zu suchen. So, danach kann man aber lange suchen, oder? Das ist das Problem. Man muss Schießpulver immer sofort wegfegen. Ich spreche aus schmerzlicher Erfahrung, ja? Klingt vernünftig. Ja, Piratenmarkt. Das ist mir schon klar. Ist rein zufällig nichts, oder? Okay. Was war mit ihm? Karadamon. Aha. Also das sind ja alles hier Verkäufer, mit denen ich nichts anfangen kann. Hat der irgendein... Das ist ja der Kartentyp, ne? Oder war der hier? Ah ne, der war hier. Der, ja. Hast du hier rausgefunden, dass der Schlüssel passt? Viel Glück, genau, das haben wir, glaube ich. Haben wir das rausgefunden? Ich bin mir gar nicht sicher. Das kann gut sein. Es gibt noch wirklich einige Fragen, die ich habe. Die Schatzkammer des Piraten. Nein, er ist auf jeden Fall noch ein ganz stinknormaler Verkäufer, ein Standardverkäufer. Ich wüsste jetzt nicht mehr, wo ich hin sollte. Okay. Hätte ja sein können, manchmal gibt es solche Secrets. Oh! Tatsächlich, es gibt ein Secret. Auf der Karte wurde ein Ort markiert. Möchtest du das Boot nehmen und hinsegeln? Ja, warum nicht? Ja, ich wollte was anderes machen. Ist nicht in der Karte gekennzeichnet. Und es wirkt wie verlassen. Weidenpalast. Wirkt irgendwie deprimierend. Achso, den haben wir gar nicht wahrgenommen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Unten sind Geister. Flammengeister. Du hast ein Herz der Tiefsee gefunden. Es pocht in einem seltsamen Rhythmus. Du kannst fast fühlen, wie es sich ins tiefe Meer ziehen will. Tja, wie viel müssen wir davon sammeln? Das ist ja auch eine gute Frage. Es ist immer wieder lustig, dass ich etwas suche, aber etwas anderes finde. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Ich sehe, was hier los ist. Ja, nehmen wir mal kurz die Bomben. Ja gut, jetzt ist sowieso zu spät. Ich wollte eigentlich die Bombe hochheben, konnte aber gerade nicht.
dich ganz kurz besiegen. Ein Schlüssel. Schon mal sehr gut, aber ich schaue mich noch mal ein bisschen um. Achso, habe ich vergessen, dass sie explodieren. So, hier ist wahrscheinlich der zweite Schlüssel. Nein, hier ist er nicht. Das heißt, wir müssen mindestens auf jeden Fall einen weiteren Schlüssel finden. Damit wir hier uns hier zurechtfinden. Ja, ich mache erstmal das hier auf. Ich denke mal, hier könnte man einen weiteren Schlüssel finden. Ich weiß es aber nicht. Ich will jetzt nicht darauf meinen Hintern darauf verwetten. Können wir hier die Pfeile verwenden? Nein. Oh! Das ist aber möglich. Damit habe ich jetzt null gerechnet. Interesting. Egal. Alles klar. Na kommt ihr Vogelscheuchen. Okay. Ist okay. Okay, ist nur Deko. Okay. Ein durchaus interessanter Ort. Der schon fast sehr melancholisch wirkt. Als ob er irgendwie eine sehr traurige Story erzählen würde. So scheint es mir zumindest. So, ich jag die in die Luft, weil anscheinend passiert immer ständig was, wenn man sie in die Luft jagt. Hier in dem Fall nicht, aber hier vielleicht. Nein, ist aber auch jetzt nicht schlimm. Wobei, vielleicht konnten wir vorhin... Wir konnten gar nicht durch, okay. Wow. Du bist aber schnell unterwegs, du. Ah, da ist ja wieder ein Baumgegner. Das klingt ein Baumgegner. Woher das... Haben wir das schon betätigt? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. So, ne? Geht das eigentlich so, wie ich es mir vorstelle? Nein. Weil die Position ist nicht gerade optimal. Kannst du auch nicht weiter verschieben, ne? Okay, dann müssen wir ein anderes Schema verwenden. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Upsala, das wollte ich gar nicht. Ist das zeitlich begrenzt? Ich meine nämlich, das ist zeitlich begrenzt. Wir müssen auch auf jeden Fall festhalten, ohne... Wenn wir die Statue hier vorne lassen, kommen wir hier nicht weiter. Es gibt auch keine andere Möglichkeit. Bleibt das denn so? Irgendeine Funktion muss diese Statue haben. Oder soll das jetzt einfach nur ein Rückweg sein? Kann mir keiner weismachen, dass das nur ein Rückweg sein soll. So, was ist denn mit dem... Hier bleibt das so? Ja. Okay.
Okay, das ist wahrscheinlich ein anderer Brunnen. Alles klar, dann gucken wir erstmal weiter. Wahrscheinlich ein Rückweg. Weil was anderes kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Können wir hier durch? Ist es möglich, dass wir Bomben legen? Nein. Es ist nicht möglich. Ja. Das könnten wir noch machen. Sehr merkwürdig. Stimmt, die Attacke hatten wir auch. Die habe ich komplett vergessen. Ich kann hier nichts anderes tun. Ja gut. Was nicht geht, das geht nicht. Die Tür ist versperrt, logisch. Aha, wenn ich das mache, dann passiert was. Okay, hier ist was. Es muss schneller gehen. Ja, das war gerade nicht besonders intelligent dabei. Warte. Achso. Ist auf jeden Fall was, auf jeden Fall etwas passiert. Ich glaube. Ich muss noch gleich nachschauen, ob sich vielleicht das eine Tor geöffnet hat. Das brauche ich aber eventuell gar nicht. Erstmal. Korallenerz. Das ist nicht das, wonach ich suche. Wobei, ich weiß gar nicht, wonach ich suche, ehrlich gesagt. Muss ich da auch ehrlich zugeben. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun. Da ist ein Schlüssel. Ich sehe ihn. Ja. Okay, es geht auf jeden Fall voran. Hier können wir nicht weiter. Easy. Alles klar. Na gut, wir haben diesen kleinen Abstecher gemacht. Ich habe ihn zwar jetzt nicht, habe ich zwar jetzt nicht vorgesehen, aber hey, das Spiel schafft es zumindest in dieser Hinsicht, mich ständig zu überraschen, wo ich immer damit rechne, dass ich jetzt endlich eher in eine bestimmte Richtung gehe. Sagt das Spiel, nö. Du gehst jetzt in eine andere Richtung. Genau so ist es. So, die nächste versperrte Tür. Und hier sehen wir auch wieder einen Brunnen. Ja. Und damit ist auch dieses Tor geöffnet. Und ansonsten haben wir, glaube ich, hier nichts mehr verloren, außer dass wir halt durch die Tür, durch dieses Tor gehen, ne? Mal schauen, was uns da erwartet. Okay. Gesundheit um 1 gestiegen. Habe ich 0 mitgerechnet. Ist aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ein sehr interessantes und angenehmes Secret. Hätte ich nicht mitgerechnet. Hättet ihr mir sagen können, was ihr wollt. Ich habe auch nicht nachgeschaut oder so. Nicht, dass ihr denkt, schaut jetzt nach. Können wir hier nochmal die Segel setzen? Nee, können wir nicht, ne? Wo soll sich jetzt immer Last... Hafen noch jemand, wenn ich mal verbessert werden kann, okay.
Okay, es mangelt an Geldmaterial. Wo soll sich jetzt noch jemand hier im Ballasthafen befinden? Empfiehlt im Ballasthafen danach zu suchen. Belohnung, Verteidigung, ne? Noch Verteidigung ist immer gut, ne? Verteidigung ist immer sehr, sehr gut. Besser, wenn du ihr das Werkzeug besorgst. War nicht hier, ist nicht... Da hat nicht der irgendwas gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Mehr sagst du aber auch. Upsala. Mehr sagst du mir aber nicht, ne, Kumpel? Nein. Mehr will er nicht rausrücken. Was sollen die mir irgendwie noch sagen, ne? Oder muss ich... Es kann aber immer sein, dass man etwas vorher kaufen muss. Man muss Schießpulver immer... Ist dieses Schießpulver irgendwie ein Hinweis? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gab schon mal ein Spiel, wo man erstmal vorher was kauft. Ich weiß nicht, welches Spiel das war. Wo man vorher etwas bei jemandem kaufen musste, damit derjenige oder diejenige dann Informationen gegeben hat. Ich weiß es hier nicht in dem Fall. Ja, okay. Hast du vielleicht noch irgendwie... Du hast Rüstungsschmiedewerkzeug erhalten. Es besteht aus einer Zange, einigen Nadeln und anderem Zeugs. Das Ganze ist echt nicht dein Fachgebiet und du hast keine Ahnung, was man mit all den Sachen macht. Ist es das, was wir suchen sollten? Ja, tatsächlich. Und ich habe mir einen Wolf abgesucht. Ich habe nur den Hinweis erhalten, dass wir über irgendeinem... das war eine ganz komische Übersetzung. Hier heißt er Ehrbart. Im Englischen heißt er Honest Beard. Ne? Nicht Honor Beard oder so, sondern Honest Beard und konnte ich mir natürlich keinen Reim draus machen, ne? Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Bring Ferris das Werkzeug. Ferris war die gute Dame, glaube ich, in Eichenport meine ich. Eichenhafen meine ich. Eichenport, ja. Probieren wir es mal aus. Ich glaube, es war dort. Meine, es ist hier gewesen. Bin mir nur nicht sicher, mit wem ich hier noch sprechen sollte. Ich meine aber hier, ne? Ich könnte deine Rüstung echt verbessern, wenn ich ein Werkzeug für Rüstungsschmiede hätte, aber mein Chef besorgt mir einfach keins. Moment mal, du hast Rüstungsschmiede-Werkzeug? Wenn du mir das überlässt, kann ich deine Rüstung viel stärker machen. Yes. Danke, lass mich nur kurz und doch noch ein paar Kettenglieder, das gehört festgezurrt. Hier noch zusätzliche Polsterung. Erledigt, du siehst jetzt viel sicherer aus. Deine Verteidigung hat sich um 2 erhöht. Immerhin, ja, es ist... Wegen einer Rüstung jetzt vielleicht nur, aber hey. Und wie viel haben wir jetzt? Wir haben sensationelle 21 Verteidigungspunkte oder Verteidigung. Rüstungslevel 21. Ziemlich stark, würde ich sagen. Ja. Das ist es gewesen. Ist die die Sidequest gilt auf jeden Fall als abgeschlossen. Das ist schon mal eine sehr. Jetzt hör auf! Eine sehr, sehr feine Sache, würde ich sagen. So, es bleiben also noch Thymians Bomben. Es sind sandurfeste Pläne für explosive Pfeile entdeckt. Ich suche jemanden, der die für dich fertigen kann. So, sandurfeste, war nochmal wo? Das wird irgendwie nicht angezeigt, ne? Okay, dann sage ich jetzt an dieser Stelle, ich schaue nochmal nach, weil ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wo ich die Bomben geholt habe. Weil ich habe in der Zwischenzeit auch so viel anderes Zeugs gespielt, dass ich mich jetzt nicht an jede Kleinigkeit erinnern kann. Deswegen mache ich hier an dieser Stelle einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.
So, Freunde, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, aber ich werde trotzdem nicht daraus schlau, wo ich mich schlau gemacht habe. Angeblich soll uns der Bombenverkäufer hier dabei helfen. Der uns aber, glaube ich, nicht irgendwie, ach so, er kann sich verstellen. Okay, er war da. Also er ist der Praktikant, kann sie herstellen. Der Praktikant kann die Bomben herstellen. Das okay, zugegebenermaßen, ne? Wenn man nicht weiß, was Praktikant auf Englisch heißt, ne? Oh, die, ja, ich habe die in einer Piratenfeste entdeckt. Sag bloß, du könntest sie herstellen. Naja, ich habe Bomben studiert in der Schule. Also nicht in der Schule, da, das wäre schon heftig im Unterricht. Aber in meiner Freizeit, ich meine, ja, das kann ich. Sieht aber aus, als bräuchte ich noch ein paar Sachen. Zwei, um genau zu sein. Wolfram, das ist dieses Metall, das nicht schmilzt. Das interessiert dich bestimmt nicht. Großartig, wo finde ich Wolfram? In einer Höhle zwischen Eichenbord und Gabemund. Der Landstrich heißt Meerenge der Dornen, weil es dort so viele spitze Felsen gibt. Aber die Höhle ist dort auch. Dann müsstest du das zu einem Kerl namens Rusty bringen. Und er würde sagen, oh, du hast Wolfram, du bist tüchtig. Nimm dieses Maschinenteil. Oh, ich meine, er hat gemeint, er würde mir dieses Maschinenteil geben, wenn ich beweisen könnte, dass ich es auch nutzen würde. Okay, Rusty, lass doch Wolfram bringen. Wo wohnt er? Wahrscheinlich findest du ihn in der geheimen Kampfarena im Hafen. Wusstest du, dass es dort eine Kampfarena gibt? Sie ist der Eingang. Der Eingang ist hinter dem Strand des eines Händlers. Hinter ein paar Vasen. Die Arena ist echt geheim. Rusty ist ein Stammgast. Wenn du mir Bombenpfeile fertigen kannst, sollte das alles kein Problem für mich sein. Wolfram aus der Höhle holen. Rusty finden, alles klar. Wow, das wäre so cool. Diese Pfeile werden... Junge, 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 die werden echt reinhauen. Oh, warte mal, in dieser Höhle war ich sogar schon und habe etwas Wolframerz gefunden. Ist es das da? Oh, Junge, ja, das ist Wolframerz. Das werde ich brauchen. Aber zeige es noch Rusty unten in der geheimen Arena. Alles klar. Wir haben, oder ich wollte gerade sagen, wir haben das schon besorgt. Ja, es ist für mich nicht hundertprozentig transparent, wo ich hin muss. Da musste ich halt logischerweise nachschauen. Ich mache das wirklich nur in dem Fall, wo ich wirklich nicht weiter weiß, und hier wusste ich es wirklich nicht mehr weiter. So, in der Kampfarena. Ja. Ich glaube, er war in einer anderen Bar, oder? Er war in der Bar, glaube ich. Scheiße. Ach, es ist Rusty. Hey, kann ich dir helfen? Das kannst du tatsächlich. Ich arbeite mit dem Praktikanten im Bombenladen an einem Projekt und er hat gemeint, dass ich dir dieses Wolframerz bringen soll. Dann würdest du mir ein Maschinenteil geben, das wir zum Fertigen von Bombenpfeilen benötigen. Oh, du hast dich echt in die Höhle gewagt, um das Wolframerz zu besorgen. Du bist tüchtig. Na gut, ich gebe dir das Maschinenteil gerne mit. Aber die Sache ist die, ich habe mit Piratenkarten gespielt und die Einsätze waren ziemlich hoch. Dann führte eins zum anderen. Jedenfalls, als es für sie schlecht aussah, haben sie mich K.O. geschlagen und dieses Maschinenteil gestohlen. Worauf ich also hinaus will, ist, dass du dir das Teil wohl selbst von den Piraten holen musst. Wenn du es haben willst, kann ich dir nicht helfen. Na gut, wo finde ich dann diese Piraten? Sie verstecken sich in einem Haus westlich des Hafens, über die Brücke und eine Treppe hoch. Pass aber auf, die stehen total auf Bomben. Okay. Westlich. Ja. Erleichtere die Piraten um das gestohlene Maschinenteil. Du findest sie in einem Haus jenseits der Brücke westlich des Hafens. Jenseits der Brücke. Das sind aber nicht die, ne? Das sind ja nur normale. Normalos. Der Handlanger. Die haben ja nichts damit zu tun, alles klar. Ja, okay. Oder waren das die, die ich schon vermöbelt habe? Westlich. Ne, Westen nicht. Tja.
dann ist hier eine Brücke. Upsala, hier konnte ich ja nicht... Ja, die Piraten, und du findest sie in einem Haus jenseits der Brücke. Ich glaube... Das waren doch die, die mir nicht aufmachen wollten, ne? Das waren doch... Ihr gebt auf die Nerven! Das waren die, die mir nicht aufmachen wollten. Wo ich hier, glaube ich, kurz geklopft habe, ne? Alter, seid ihr brutal. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß nicht mehr, wo... Ich weiß nicht mehr, wo genau das war. Ich meine, das war wirklich irgendwo... Hier in der Nähe! Upsala. Das habe ich jetzt total verpennt. Nee, das ist zu hoch. Zu weit oben. Ich kann mich auf jeden Fall an ein Haus erinnern, wo man mich nicht reingelassen hat. Auf jeden Fall hundertprozentig. Ich weiß nur nicht mehr, welches das war. Oder wo das genau war. Ich lasse mich immer treffen, ne? War das da? Hier war was anderes, ne? Ja, hier war die... Ja, genau, hier war was anderes. Das war, glaube ich, nicht so wichtig. Nein, zumindest. Das war gar nicht wichtig. Zumindest jetzt nicht mehr. Achtung, gefährliche Pflanzen, ja? Mit denen würden sogar Botaniker nicht zurechtkommen. Ja gut, ich glaube, das war dann auf der anderen Seite. Ja, dann war das hier. Hier ist das Haus. Oh, Mann. Wer ist da? Hier leben nur ganz normale Dorfbewohner. Was willst du? Ja, schon klar. Bist du sicher, dass ihr kein Haufen Piraten seid, die einen Maschinenteil von einem Mann namens Rusty geklaut haben? Okay, naja, das sind wir. Ich lasse dich rein, damit wir dich zu Brei schlagen können. Nicht, wenn ich euch zuerst zu Brei schlage. Er hat sich selbst geopfert. Oh nein, noch nicht. Was für ein Schlappschwanz. Du hast das gestohlene Maschinenteil gefunden, das der Praktikant des Bombenladens braucht. Um Bombenpfeile herzustellen, bring es ihm. Alles klar. Jetzt müssen wir das schöne Brot jetzt noch hier verbrauchen. Aber was soll's. Dann wollen wir zurück. Jetzt, ab hier weiß ich jetzt wirklich alleine weiter. Wirklich, da braucht mir keine Händchen zu halten. Ab hier weiß ich wirklich jetzt alleine weiter. Darüber bin ich sehr froh. Ist aber auch keine Kunst, ne? Wenn man das dann jetzt mittlerweile weiß, dann kann man es schaffen. Ich zumindest kann es schaffen. Ja, das mit den NPCs muss echt gefixt werden. So. Oh, du hast es geschafft. Du hast das Wolframerz und das Maschinenteil. Das ist alles, was ich brauche, um deine Pfeile anzufertigen. Gib mir nur eine Sekunde und ich mache mich ans Werk. Alles klar. Du hast Bombenpfeile erhalten. Sie explodieren bei Aufprall. Achte darauf, dass sie nicht gleich bei dir in der Nähe in die Luft gehen. Nice. Die Bombenpfeile sind unser. Krass. So, let's take a look. Ja, Thymians Bomben, Weinpalast ist alles hier erledigt. Das heißt, wir haben jetzt noch die alte Heine. Marmorfelsen.
befindet sich zufällig noch jemand, einer dieser Dinger, dieser Hirschleute, dieser Hirschtypen, Monster dort in der Nähe? Kann das sein? So, und den Marmorfelsen können wir nicht einfach so irgendwie erreichen. Wir müssen tatsächlich zu Fuß gehen. Was sehr bedauerlich ist, aber... Hey, was willst du machen? Ich meine, dass wir ihn nicht hier durch erreichen konnten, ne? Hier war auch nichts mehr. Hier war doch nur das Monster, ja. Tja. Ja. Am Strand war, glaube ich, auch nichts mehr Wichtiges, ne? Oh! Doch! Ja, siehste, ein bisschen Backtracking finden ist also gar nicht mal so schlecht. Weil, ich merke erst jetzt, wie viel ich übersehen habe. Weil ich halt diesen Tunnelblick habe. Hyperfokus. Weißt du? Hier waren wir, glaube ich, schon mal drin, ne? Hier waren wir, glaube ich, schon mal drin. Ja, also nichts. Nichts weiter. Oder waren wir hier nicht drin? Ich meine, wir waren hier schon. Ja, hier waren wir schon. Okay. Ja, wir müssen tatsächlich... Nein, jetzt reicht's! Alter, geht ihr mir auf die Nerven! Ich wollte gerade sagen, ihr geht mir auf die Nerven. Marv! Ja, ist gut. Marmorfelsen gibt es eine Seevogelträne. Wo soll die bitte schon sein? Geht mir doch nicht auf die Nerven, Leute. Also auf jeden Fall, dass sie hier immer was zu tun hat. In diesen Stein wurde kaum erkenntlich ein Blitz eingemeißelt. So, was wir jetzt hier machen können. Können wir das aufmachen? Das wusste ich gar nicht! Das wusste ich gar nicht, wirklich nicht! Au! Dieser Dude ist gefährlich. Du hast die Seevogelträne verbessert. Dieser Zauber verbraucht ein bisschen Magie, um einen Blitz aus dem Himmel zu beschwören. Der zwei Gegner aus der Nähe trifft. Aufgabenbuch aktualisiert. So, erkunde weiter, um sie alle zu finden. Ganz toll. Ganz toll. Säubere die übrigen Schreine, um die Seevogelträne zu verbessern. Ich weiß wirklich auf Anhieb, du musst wirklich alles selber ausprobieren, wirklich alles. Also das Spiel erwartet von dir, dass du wirklich alles hier selber ausprobierst. Gnadenlos. Ja, Leute. Es stellt sich mir die Frage. Efeustrunk, haben wir da noch was gehabt, was wir machen können? Es geht ja nirgendwo hier weiter. Ja, ansonsten Krabbenhaken.
Ich weiß auf jeden Fall, warte, ich hatte noch mal, wir hatten, glaube ich, irgendwo noch mal ein Tor. Müssen wir nach unten. Zum Hafen. Uns dorthin transportieren lassen. Ich glaube, im Hafen hatten wir, glaube ich, etwas in der... Also im Hafen hatten wir Lilly, die uns dann halt an diesen Ort bringt. Ich weiß aber nicht, ob ich da richtig liege. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Es ist quasi Try and Error. Try and Error. Genau das ist es. Ja, Treffer kassiert, man kennt's. Ja, ist gut, Freunde, ist gut. Ich hab's verstanden. Ich weiß, dass ihr mich ganz doll lieb habt. Leider kann ich das nicht erwidern. Es tut mir sehr leid, aber ist der Lauf der Dinge. Es ist der Lauf der Dinge. Damit müsst ihr klarkommen, ja? So, ich meine, in der Nähe von Kitzkopf, zwischen Kitzkopf und Krabbenhaken war noch etwas. Woran ich mich nicht, wobei ich mich jetzt nicht genau erinnern kann, wo die Stelle war. Möchte ich an dieser Stelle fairerweise sagen. Ja. Die war, glaube ich, ja, hier war die erste Seevogelträne, oder? Ja, genau so war's. Hier war die erste Seevogelträne. Meine ich zumindest, mich daran erinnern zu können. Aber gut. Ja, ja, ja. Ihr wollt alle mit mir knuddeln. 46 Stück habe ich davon. Vielleicht sollt ihr mal zusehen, dass ich hier von was crafte. Wenn schon, denn schon. So, hier waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Oha! Der war nicht da. Oh, man kann ihn damit auch treffen, ne? Wait a second. Das war's. Das ist also. Hier war das. Ich hab's okay. Okay. Oh. Hört euch diese Musik an, ne? Ah. Wunderschön. Ah. Du hast das Löwenzahn-Amulett erhalten. Drücke die Aktionstaste, um dich so leicht und schnell wie Löwenzahnsamen im Wind vorzubewegen. Wow. Oh. Sieh einen an. Nice. Das ist schon mal sehr wichtig gewesen. Das wollte ich nicht. So, wow. So, dann ging's hier auf jeden Fall weiter. Oh, aber ich bin echt schnell unterwegs, du. Wesentlich angenehmer. Also ich glaube, es ging links weiter, ne? Hey, auf! Ja genau, hier waren wir auch schon mal. Ja, genau. Ja, Kalksteininsel, ja. Aber es gab noch eine weitere Stelle. Die wir... Ich weiß nicht, ob wir die jetzt
betreten können, weil wir zum Beispiel jetzt die Pfeile haben und ich mich auch immer gerne von den Gegnern vereinzelt tätscheln lasse, weil ich die Gegner auch sehr, sehr doll lieb habe. Ich werde sie auf jeden Fall sehr, sehr stark vermissen. Das sind ganz liebenswerte Gegner. Genauso wie ich das Wasser vermissen werde. Ich denke, man merkt, man hört meine Wehmut heraus. Man hört das wirklich deutlich heraus. Ich bin sehr stark wehmütig. Und ich sollte aufpassen, dass ich mich jetzt nicht treffen lasse. Aber ich lerne nie. Ich lerne nie dazu. Hier waren wir schon. In der Nähe war auf jeden Fall etwas. Damit meine ich nicht das. So, Krähenfeste, ne? So. Ich meine, das sieht doch verdächtig aus, oder? Ach so, hier war es. Ach ja, okay, ich hab's nicht. Ah, jetzt fällt's mir auf. Ich dachte, wir schießen durch das Tor. Aber da lag ich vollkommen falsch. Ist mir oben rechts ja jetzt fällt's mir auf, okay. Wow, 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 sachte Guys. Okay, hätte ja sein können. Ja, ich weiß, ihr liebt mich. Ihr liebt mich abgöttisch. Ihr könnt nicht genug von mir bekommen. Das weiß ich. Ich weiß, dass ihr mich liebt. Ihr seid Hardcore-Fans. Psyla? Ist das richtig? Ist das falsch? Das ist richtig. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Hier war ich schon, ne? Ja. War komplett unnötig. Und umsonst vor allem. Aber ich will ja alles genauestens inspizieren, ne? Aber ich glaube, hier geht's tatsächlich weiter. Das sieht doch in... Ich weiß nicht, können wir das verwenden? Nein. Wollt ihr mir sagen, dass hier nichts ist? Du musst doch irgendwas bewirken. Ja, es hat bewirkt, dass ich mich selber getroffen habe. Es muss auf jeden Fall etwas damit zu tun haben. Dieser Ort ist doch nicht umsonst da, oder müssen wir erstmal ein Item dafür sammeln? Wieso? Denn dann müsste ich dann erstmal hier lang gehen. Ja, genau hier lang. Unter Wasser. Wir können übrigens auch immer noch nicht schwimmen. Wohl bemerkt. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ich gehe davon aus, ich kann das nicht wegschieben. Auch das kann ich nicht wegschieben. Das heißt, ich kann nur von der anderen Seite. Ja. Es
könnte auch ein neues Item sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da etwas kaputt oder da sollen wir irgendwas... Okay, können wir was machen? Ja, können wir. In der Tat, das können wir. Dieses Rätsel war gar nicht mal so schwer. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt, aber mittlerweile... Oh! Hier ist er... Okay, da geht die Main Quest weiter. Da geht die Main Quest weiter! Deswegen, er hat sie zum Schlafen gebracht. Ja, er wollte ja irgendwie... War das Wein oder war das Bier? Um die ganzen Piraten zum Schlafen zu bringen. Also Schleimis. Ein paar Schleimis! Goodness. Ja, ist gut. Ich habe mittlerweile die Ansage verstanden. Ihr habt mich ganz doll lieb. Korallenerz. Logisch, ne? Wenn man sich hier die Gegend anschaut. Also ich habe den Eindruck... dass wir mit dieser Statue noch gar nicht arbeiten können. Sagt mir mein Blähbauchgefühl. Das wollte ich nur sagen, ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber mein Blähbauchgefühl sagt mir, wir können hier noch nicht viel machen. Sein, ich muss, ich bin... Sein, es gibt hier irgendwas, was ich treffen kann. Also wir haben hier diese zwei Statuen, die können gar nichts machen. Ich möchte... Da muss die nächste Sägevogelträne sein. Aber ich glaube, wir brauchen dafür das nötige Item. Weil was anderes gibt es ja nicht mehr. Also wir sind ja... Eigentlich sind wir... bin ich der Meinung, so gut wie mit dem Spiel durch, aber das habe ich schon mehrmals gesagt. Ich habe das schon mehrmals gesagt, dass wir fast im Finale sind. Und dann überrascht mich das Spiel immer wieder. Mit solchen Geschichten eben. Ja gut, Leute, ich würde jetzt an dieser Stelle vorschlagen, wir machen hier Schluss. Wir haben jetzt eigentlich außer der Seevogelträne nichts mehr übrig. Es sei denn, es gibt irgendeine Sidequest, die man noch aufnehmen kann. Dann nicht. Aber auf jeden Fall will ich das mit der Seevogelträne nachholen. Ich weiß nicht, wie. Aber ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Item. Weil wir haben jetzt... Hier haben wir ja Tränke, hier unten, ne? Und hier haben wir noch weitere Slots, die es noch zu belegen gilt. Ja, und ich sehe auch, eventuell könnte noch ein Amulett dazukommen, ich weiß es nicht genau. Unten rechts. Wir haben auf jeden Fall auch noch dieses eine Teleporter-Ding. Ich glaube, da konnten wir, glaube ich, durch, ne? Dank. Hazel, war das so? Ich habe so ein Gedächtnis wie ein Sieb, sorry, ne? Aber wir machen auf jeden Fall mit der Main Quest weiter. Wir sind auf jeden Fall sehr weit gekommen. Aber wir werden auf jeden Fall uns die Sägevogelträne uns nochmal genauer anschauen. Ich glaube, die ist schon irgendwie relevant. Weil da war auf jeden Fall ein Turm, der sich... der Turm hat sich, glaube ich, selber gedreht, ne? Ich glaube, wir hatten schon diesen Turm gehabt. Auf jeden Fall, ja, scheint die noch eine Rolle zu spielen. Sonst, ja, ich glaube, einfach nur um... Ja, klar, man kann damit mehrere Gegner attackieren. Je höher das Level ist ja schon klar. Aber trotzdem, hier gibt es noch freie Slots. Ich wage mich zu glauben, dass es hier sonst nichts gibt. Also, ich gehe davon aus, auf jeden Fall Pfeile, wie man sehen kann. Weil das ist hier miteinander verknüpft und hier gibt es noch Sachen, die miteinander verknüpft sind. Also hier auf jeden Fall verschiedene Pfeile. Bombenpfeile haben wir auf jeden Fall. Und dann hier noch Tier 2 Items. Definitiv sind wir noch nicht am Ende mit dem Spiel, obwohl ich es immer wieder denke und ich es gerade vorhin gesagt habe, sind wir immer noch nicht am Ende, liebe Freunde. Deswegen auf jeden Fall
nicht verpassen. Like da lassen, Abo da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich, Freunde, man sieht sich. Ciao, ciao.